Ja, danke vielmals für den Applaus. Ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Johnny Fischer. Ich bin 70% vom Cabaret Duo Divertimento. Und ich nehme an, Sie sind nicht überrascht, dass ich jetzt hier hocke. Schweizer Fernsehen ist ja am Verjüngen, also auch bei den Moderatoren. Aus diesem Grund ist der Mike und der Victor relativ kurzfristig entlassen worden. Die sind im Moment unterwegs mit dem Tixi Richtung Pro Juventute. Für all die Fan waren, sind, die zwei bleiben natürlich im Fernsehen erhalten. Sie moderieren ab jetzt Gesundheitssprechstunde. Jetzt, ich bin selber auch geschockt. Schweizer Fans haben das Gefühl gehabt, ich bin mit 31 auch schon ein alter Sack. Und aus diesem Grund haben sie mir einen jungen Co-Moderator zur Seite gestellt. Begrüßen Sie aus Breitenbach den Julian Kaufmann. Ja! Check this out, man. Ja? Ja, sie hockt jetzt gerade im Knast, weißt du? Ja. Ihre Ehre ist letztlich bei einem Fußballmatch so eine Bettarde ab. Ja, ja. Ja, Scheiße. Es ist gut, Julian. Hey, was läuft? Ja, wir müssen moderieren, hey, kommst du helfen? Hey, nicht über Süren, Alter, gell? Ja, es ist gut. Easy, Mann. Ist das mein Sessel, Mann? Ja, das ist mein Sessel. Fette Pimp-Sessel, ja, Scheiße, Mann. Geil, Mann. So, dir sehen wir an, du bist in der Hip-Hop-Szene daheim. Ja, wie bist du in die Szene reingekommen? Hey, merci für die Frage, Mann. Geiles Sieg, Mann. Du bist ja. Er ist ein geiles Sieg, Mann. Check das out. Was hast du gefragt? Wie bist du in die Hip-Hop-Szene reingekommen? Hip-Hop-Szene? Ja, easy, Mann. In die Hip-Hop-Szene bin ich gekommen. Ich hatte einen krass geilen Meteor. Ja, oder? Ein Mentor meint er, ja. Sag ich ja. Ich hatte einen krass geilen Meteor. Ja. Und zwar war das wirklich, er ist voll draus gekommen im Hip-Hop, so der DJ FT. Weißt du? Ja. FT, für was steht das? Mann, lass doch! Victor Jacobo, ja. Oder? Ja, ohne Scheiß, Jacobo, er ist ein geiler Sieg, ja. Mann. Ja, leider ist er jetzt im Altersheim, oder? Ja. Nein, aber er ist voll geiler Pimp, ey. Muss mal schauen, Bahnhof Unterführung Winterthur. Ey, die Graffitis, alles vom Jacobo, ja. Weißt du? Ja. Ohne Scheiße, aber leider kann er sich nicht mehr so gut daran erinnern. Weißt? Er hat jetzt krasse Salzkrankheit. Was hat er? Was für eine Salzkrankheit? Salzheimer! Ja, Salzheimer. Oh, was ist das? Ja. Weißt du? Ja. Der hat es immer verwünscht, der ist voll nicht schnell im Säckchen, weißt du? Ja, und Scheiße, Mann. Gut jetzt. Hey, weißt du, mit dem Sprayen musst du jetzt eh Uhren aufpassen wegen der Bullen. Mhm. Ja, ich sehe die alle sehen. Ich spraye jetzt nur noch mit Haarspray. Ja, super. Durchsichtig, ja, weißt du? Es ist mehr als vorhin genug. Wir kommen nämlich jetzt auch zu dem Thema, zum Thema der Woche. Es geht um die Wahlen. Ja, kann ich mich aus. Es gibt Blauwahl, Buckelwahl, Finnwahl und ja, das ist geil. Ja, ist gut. Und der Blauwahl hat so. Ja, es ist gut. JK, entschuldigung. Was? Es geht um die nationalen Wahlen. Die Wahl mit H. Wahlen Sie? Ja. Ja, was? Es ist gut. Walt Disney? Ja, also komm, hör doch auf, ich meine... Valium? Ja, weißt du was? Ich Walter Andreas Müller? Ja, ja, es ist... Kippst doch jetzt einfach die Fresse kurz, hä? Ey, was läuft, Saftsackblondi? Ja, es ist gut. Hey, jetzt stehst du aber mit dem Föhn in der Badwanne, gell? Ja. Es geht doch nur darum, dass wir hier eine gute Sendung machen. Hey! Okay, Friede. Ja, super, Friede. Was ist das für ein geiles Tussi dort? Ja, nein. Hey, Entschuldigung. Scheiße, du kommst klar ohne mich. Ja, ja. Komm, nein. Check das out, Mann. Da, Gabo. Gabo, ist sie von der Kantonspolizei? Ja, sehr lustig, Kantonspolizei. Scheiße, gib mir Fuß, Mann. Du bist super. Es ist fett, wir haben noch kein einziges Thema durchgebracht. Entschuldigung, holen wir die alten Sekte, die machen das besser als wir. Okay, welcome back, der Victor und sein dicker Kollege. Ja, ja. Thank you.
Nein,